Oh, der Himmel ist blau. Sieht das nicht schön aus? Hallo, liebe Deutschlernende, ich hoffe, es geht euch gut. Heute möchte ich mit euch über Gewohnheiten sprechen. Ich bin der Meinung, dass Gewohnheiten ein sehr wirksames Mittel sind, um im Leben voranzukommen da man keine Willenskraft braucht, wenn man einmal eine Gewohnheit geformt hat. Ich habe mehrere Gewohnheiten in meinem Leben und für mich sind diese Tätigkeiten ganz selbstverständlich geworden. Zum Beispiel mache ich jeden Morgen Morgensport. Und für mich ist es selbstverständlich, Morgensport zu machen. Es ist gar keine Frage. Ja. Ich mache, äh, mache jeden Tag um ca. 10 Uhr Morgensport. Erstmal wache ich um 7 oder 8 Uhr auf, so in dem Dreh, und äh, arbeite ein bisschen für diesen YouTube-Kanal und für authenticgermanlearning.com. Und das mache ich zwei bis drei Stunden lang. Und um ca. 10 Uhr mache ich meinen Morgensport. Dazu benutze ich eine App, die Seven heißt, weil man nämlich genau sieben Minuten lang Intervalltraining macht mit dieser App. Und äh, wie ihr hier seht, ist mein momentaner Stand, dass ich 360 Tage in Folge diese App benutzt habe. 360 Tage lang habe ich jeden Morgen, Morgensport gemacht. Ihr seht übrigens, hier steht äh, Giorni. Das ist äh, Italienisch für äh, Tage. Und das habe ich bestimmt äh, ganz falsch ausgesprochen. Aber ähm, das ist noch ein kleiner Tipp, dass ihr eure Geräte, die ihr habt und auch Facebook und all sowas auf Deutsch umstellt. Denn das wird euch total viel helfen dabei, Deutsch zu lernen, weil er den immer mal wieder ein bisschen von der Sprache bekommt. Ich habe ganz vergessen, vorher lese ich noch ein Buch. Bevor ich morgen Sport mache, lese ich ein Buch äh, 15 Minuten lang, um Italienisch zu lernen, lese ich ein Buch auf Italienisch und ähm, danach mache ich Sport sieben Minuten lang, danach dusche ich, danach Meditiere ich und ihr könnt auch hier sehen, dass mit dem Meditieren, das mache ich auch schon eine ganz lange Zeit, und äh, dann schreibe ich Tagebuch, dann lerne ich noch mehr Italienisch mit YouTube-Videos und äh, das ist so im Grunde genommen so mein Tagesablauf. Und äh, eine Sache, die ich euch empfehlen möchte, ist, auch eine gewohnheit zu formen oder sogar mehrere es braucht ein bisschen zeit ehe man so eine gewohnheit wirklich fest geformt hat und äh, das selbstverständlich wird dass man diese tätigkeit jeden tag macht aber eine empfehlung die ich an euch habe ist folgende lernt jeden tag mindestens 10 minuten deutsch und ich mache diese Videos auch so, dass ihr sie auch nutzen könnt. Jeden Tag könnt ihr vielleicht ein, ein Video sehen zu einer bestimmten Zeit, vielleicht gerade nachdem ihr aufgestanden seid oder ihr stellt euch in Wecker auf eine bestimmte Zeit und dann schaut ihr ein oder zwei von meinen Videos. Und damit könnt ihr wirklich eine Gewohnheit formen, die es euch leichter macht. Deutsch zu lernen. Und ihr werdet bald merken, wie ihr auch Resultate erzielt. Denn dadurch, dass man das jeden Tag macht, akkumuliert, akkumulieren sich äh, all die, all die Dinge, die man lernt. Also es, es sammelt sich. Ja. Was das? Ich glaube, das war's. Ähm, das, das, ist so, das sind so meine Ideen, meine Gedanken zu Gewohnheiten. Schreibt mir ruhig in den Kommentaren, wie es euch geht damit, ähm, die Gewohnheit zu formen, jeden Tag Deutsch zu lernen. Und ansonsten sehe ich euch beim nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und lernt Deutsch mit Leidenschaft. Ciao, ciao.